Die Partei, die die Selbstbestimmungsinitiative lanciert hat, die SVP, hat an ihrem Parteitag Vorgaben gegeben, mit welchen Argumenten sie die Initiative unterstützen will. Und die haben mich ziemlich schockiert. Das eine Argument war, das hieß Schweiz ja oder nein. Das heißt im Umkehrschluss, wer nicht für die Initiative ist, wird in die landesverräterische Ecke gestellt. Das finde ich ganz schwierig in einem Land wie die Schweiz, das aus Minderheiten besteht. Und bei jeder Abstimmung, bei allen Entscheiden ist es immer wieder so, dass man Kompromisse finden muss. Und nie hat jemand die volle Wahrheit gepachtet. Das ist eine uralte Regel der Demokratie der Schweiz. Das andere Argument, das ich genauso schwierig finde, Sie sagen direkte Demokratie ja oder nein. Das heißt, wer diese Initiative nicht unterstützt, wird in den Augen der SVP zum Feind der direkten Demokratie. Das finde ich auch ein unglaublich schwieriges Argument, weil ja gerade die direkte Demokratie ein Ausloten all der Meinungen ist, die existieren. Und eben, wir sind ein Land von Minderheiten und da geht es immer darum, dass wir miteinander irgendwie wieder eine Lösung finden müssen. Und also die Gegnerinitiative so zu diffamieren mit diesen zwei Argumenten, das ist für mich eigentlich unakzeptabel und das ist eine neue Qualität, wenn man dem so sagen kann, wie in der Schweiz Debatten geführt werden, die genau das ja ad absurdum führen, was sie vorgeben, schützen zu wollen, die Schweiz mit ihrer Tradition und die direkte Demokratie.